Aber ich krieg's nicht aus dem Raum. Fick dich, doofe KI. Jetzt kommen bestimmt so Kommentare wie, kann ich auch ganz rausschneiden. Da muss ich nicht sehen beim Spielen. Am Arsch. Diese Zukunft bleibt bestehen. Spendenhype, Spendenhype. Hype, Hype. Verdammt. Scheiße. Sagt mal, was reingekommen ist. Ich komme nicht auf meine Spendenübersichtsseite. Erstmal trotzdem, egal wie viel, Arigato, danke. What? What, Yeti? Thank you. Danke, Micha. Oh, meine, die Loyalität wankt. Na, dass wir da die Ordnung verlieren, ist klar. Da werden wir auch ordentlich gefickt. 5, 6, 7, Kriegsmüdigkeit. Es wird echt Zeit, die Typen abzuwehren, beziehungsweise zu erledigen. Ich denke, die Engern, guck mal, wie sich da jetzt von meinen verbündeten Armeen sich das um die schließt, dann habe ich auch genug Zeit, mal hier runter zu gehen und die Penner hier fertig zu machen. Die gehen mir nämlich auch ziemlich auf die Eier. Zu euren Diensten. Der Hunger nach einer... Ach, jetzt haben die schon Erfurt eingenommen. Bereit zum Kampf. Ich hasse es. Die Siedlung wird belagert. Bei Nachtangriff werden die sogar stärker. Egal, wir schaffen das. Sind aber alle Basic-Truppen. Nicht beim Nebel, bitte. Trocken. Wir gehen durch den Engpass. Weil wir sehr überlegen sind in der Anzahl der Onager. Beziehungsweise wir sind die einzigen, die Onager haben. Wie ich das gerade richtig gesehen habe. So, meine Reiter kann ich aber irgendwo im Osten hinstellen. Dann kann ich die von hinten ankommen lassen. Ihr dahin, Bogenschützen. Bleiben hier erstmal in zweiter Reihe. Wir starten. So, geht ein bisschen vor, weil zurzeit sehe ich keinen einzigen Gegner, wenn ich das richtig sehe. sehe. Verdammt, da sind Reiter. Will es mich ärgern? Der Feind wurde gesichtet. Feuert einfach sofort. Das ist kein Hinterhalt. Wir kriegen die trotzdem. Ich lasse die Reiter jetzt mal eben kommen, damit die ein bisschen unterstützen, während hier draußen die Truppen noch sind. Oh oh.
geht an die ran. Bogenschützen, versucht die zu kriegen, die Kundschaft da. Ihr da rein, da kommen unsere Reiter. Ah toll, die finden da eine Kundschafterkavallerie. Schwerte im Osten vorwärts. Hier weiter auf die dämliche Plänklerkavallerie, beziehungsweise die Kundschafter. So, in der Mitte gewinnen wir. Feuert auf die da hinten. So, sind die schon fast erledigt. Die Reiter sind da fertig. Weiter, weiter, weiter. So, die fliehen. Vorsicht, Vorsicht. Oh, die stehen so schön eng hier. Leider sind meine Geschütztürme ziemlich doof, irgendwo hochzuschießen. So, ihr müsst euch wieder neu formieren. Genau, nehmt ruhig die Brandpfeile mal kurz. Ey, die waren schon am Ende, das kann jetzt nicht wahr sein. Mal eben kurz mit dem König rein. Hier hoch. Vorsicht, er kommt da hinten rein bei uns. So, der da unten ist besiegt. Da kann auch mal eben kurz der König rein. Ihr alle nach vorne. So, ihr fallt denen mal in den Rücken. Und ihr verscheucht da oben bitte alle, die mit den Speeren gerade auf uns feuern wollen. Ah, der drückt hier die Moral von meinen Schwertkämpfern. So, da haben wir den auch erstmal raus. Rüber. Munitionstechnisch war es das gleich schon. Macht denen mal ein bisschen Angst. Das ist alles, was wir an Reiter noch haben. Eine Einheit hat sämtliche Munition verschossen. So, der fällt weg. Der muss hoch. Geht bei der Sperrbande rein, die ist nämlich nur gebrochen, die kann wieder zurück in die Schlacht kommen. So, jetzt von hinten in die rein. Haha, guck mal, die fliehen wollten gerade, die schleudern wir jetzt alle zurück. Unsere Männer fliehen vom Schlachtfeld. Das ist eine Schande. Ich höre die Leute im Chat, tut mir leid. Gerade kam die Frage nochmal, was heute alles kommt. Wir werden wohl Homeworld nachher auch noch spielen. Dann kommt noch... ich hoffe, ich schaff's, dass wir Naval Action am Ende spielen können. Und ich wollte Punch Club vielleicht das Ende jetzt noch schaffen. So, jetzt ärgert man die Bogenschützen ganz im Norden. Schon wieder Spenden-Hype, was ist denn diesmal gekommen? Dankeschön!
Arigato. Wir streamen heute bis 23 Uhr. What? What do you want to say? 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 Ich muss mal eben Yeti zurechtweisen neben mir. Ja, wir gewinnen jetzt auch. Ich will nur die restlichen noch hier in Angst und Schrecken versetzen. Ja, Yeti sitzt hier. Komm, komm. Show you. Die ist heute nur so hier. So, haben wir dich. War jetzt natürlich verlustreich. Müssen wir auf jeden Fall eine andere Armee irgendwie nachziehen. So, dass in der Stadt unterstützt wird. Ah, nee, scheiße. Moment, du bist noch fit, ne? So, der hat hier erstmal Erfolg bei der Truppe. Ihr geht hoch nach Halberstadt. Ihr geht schon mal weiter nach Hildesheim. Ich hoffe einfach, mein König wird jetzt nicht gefickt von denen. Ich hoffe, die Bayern machen hier ein bisschen Druck auf Bürgerburg. Wenn ich angegriffen werde, könnte es schlecht für mich aussehen. Nimm mir noch ein paar Söldner auf. Die sind nämlich recht fit da unten. So, du auch weiter nach oben. Du kannst oben nach Havelberg. Ah ne, überhaupt nicht. Du gehst nach Magdeburg. Ah ne, du bleibst bei Brandenburg. Komm, hier stellen wir dich auf. Dann sind wir bei minus 3. Nächste Runde ist endlich der Umbau fertig. Aachen ist unsere Armee fertig. Den schicken wir direkt hier in den Wald rein. Vielleicht wird der auch als erstes angegriffen. So, reparieren wir den Tempel, bevor Gott schlecht von uns denkt. Ja, die greifen wirklich zuerst die Truppe an, die hier einmarschiert ist. Dann lasse ich den mal ein bisschen zurückziehen. Und so habe ich meinen König in Paderborn gerettet. Weil die Armee nicht nach oben gegangen ist. Oh, jetzt muss Karl auch mal kommen. Die stehen nämlich gerade auch vor Paris. Wir machen eure Heimat einöde, plündern eure Weiber, versklaven eure Kinder und schänden die Gräber eurer Vorfahren. Dieser Pümmel.
Ich habe echt Krieg überall. Ach, heirate die ruhig. Die wurden direkt eingenommen. Fränkische Rebellen, die kamen aus dem Nichts und nehmen unsere Siedlung. Kann ich ja schlecht auf mich sitzen lassen. Rein da. Hab da wenigstens mal gekämpft. Der Zustand meiner Siedlung ist echt überall beschissen. Wenn es mir auch noch da oben die Leute auf die Eier gehen, komme ich auch nicht wirklich weiter. So, die Bayern belagern nämlich jetzt Buraburg. So, er geht dahin. Wenn ich ihn angreife, kriegen wir den Support auch von der anderen Armee. Oh, der kriegt eh keine Unterstützung von der anderen Armee, sehe ich gerade. Ah ne, es liegt doch am Nachtangriff, aber lustigerweise macht das kaum einen Unterschied. Jedenfalls in der Berechnung. Hm, wir machen's mal eben selbst. Sagen wir, ist das Bayerische Königreich wirklich ziemlich groß geworden. Bin da echt ein ganz schöner Supporter für die Bayern. Oh mein Gott, wir haben in der Truppe sogar mal Plänkler. Ach ja, die habe ich rekrutiert noch. Hm, nette Schwerttruppe in der Mitte. Geht ihr mal raus aus dem Verband, das bringt uns nämlich nichts. Dann stellen wir euch so hin, der König kommt dahinter. Ich hoffe, dass unsere Unterstützungsarmee von der ordentlichen Ecke kommt. Ich bete zum Herrn, dass ich meinen Vorfahren heute Ehre mache und euch zu einem Sieg führe, der eures Mutes würdig ist. Oh nein, er läuft weg. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Und alles wird gut. Schnell vorrücken. Der Feind nähert sich. So, da versuche ich direkt mit einer Reitertruppe an den Sanonager ranzukommen. Von hinten kommt unsere zweite Armee. Und er will irgendwo nach, ich sag mal, östliche Grenze. Ja, kümmere dich mal um die Plänkler. Oder auch nicht, dann stellt ihr euch vor den. Na komm, zerschießt die. Ja, die haben Stein kassiert, ist schon okay. Ihr könnt direkt anhalten. Übrigens von Osten kommt da weitere Kundschafter-Kavallerie. So, sieben seine Reiter da sind erledigt. Der soll erstmal runterlaufen. Haben die Belagerungsmaschinen dabei? Nein. So. Wir sind in einen Hinterhalt. Vorsichtig zurück. Doppelte
hier erstmal nach Norden absichern. Karl, du brauchst Support von den Truppen hinten, ne? Ja. Lass nicht den General von dem fliehen. Obwohl, ich werde mit den normalen Reitern da nicht viel ausrichten können. Zieht weg. Ihr müsst ein bisschen aushalten, Leute, bis die Verstärkung da ist. So, kommt, kommt, kommt. Ja, da links kommen ein paar Reiter. Und es kommen ein paar Reiter aus der Hecke. Ich gebe lieber die Plänkler auf als der Rest. Hier geht wieder die Onager sofort dran. Randa, 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 randa. Ihr den in den Rücken. Wir werden auf der rechten Flanke verlieren. So, ihr weiter bewegen. So, vor allem der andere General, der kann da mal rüber. Kommandant, ruhig da rein. Du beweg dich. Feldartillerie, bitte weiter angreifen. Moment, wir brauchen euch hier. Ihr müsst die rechts unterstützen und ihr darüber. So, den haben wir erwischt. Schwertkämpfer, geht auf den General. Die anderen Schwertkämpfer, ihr müsst den umlaufen. Dann von der Seite ran. Seine Niederlage nicht zugeben. Ihre Einheit hat sich gesammelt. Wie geht's, Ludwig? Da kann ich sagen, dass die Kundschafterkavallerie mich da so ärgert, ey. Da krieg ich mal Krise. Randa. Oh, lauft. Schneller. Beziehungsweise rennt. Dann kommen wir halt einfach so ein bisschen von unten. Randa, die wollen unseren General nämlich ärgern. Wir brauchen alle Truppen da vor Ort. Komm, komm, komm. Karl muss überleben. Angriff. Nächste Truppe, Angriff. Truppe, Angriff. Die Reiter sind frei. Hoch da, auf die Bogenschützen. Da kommt die nächste Truppe, die Karl ärgern will. Aber der hat es nicht geschafft, Karl zu erreichen. Und hier sind noch mehr Truppen im Wald versteckt. Deshalb haltet euch da mal und dann versucht mal hier die Kundschaftskavallerie im Wald zu kriegen. So, der General da ist eingekesselt. Die sollen sich mal alle so ein bisschen in Richtung des Waldes hier bewegen, wo sich halt die ganze Kavallerie versteckt. Ihr seid fertig mit euren Truppen. Karl zieht sich mal zurück zur Hauptarmee. Oh, da sind die Reiter und alles. Ach du Scheiße, weg, 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 weg. Karl, hoch, 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 hoch. Du kriegst sonst Bogenschützen ab. Weg, 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 lauf.
Ihr auch. Weg da, weg da, weg da. Da ist eine ganze Armee drin. Richtet euch alle neu aus. Ihr General ist gefallen. Unser Sieg rückt immer näher. Vorsicht, ein bisschen zurück. Ach Karl, jetzt lauf doch mal schnell weg. So, der General war das erledigt. Die wanken gerade, also wird ein Ansturm die schon aus der Bahn werfen. Unsere Männer fliehen vom Schlachtfeld. Das ist eine Schande. Wechselt bitte den Beschuss auf Feuerpfeile. Wir müssen die Herrschaften jetzt ein bisschen verängstigen. So, da ist der nächste Platz. Können wir was mal einen Onager da oben rechts machen? Ja, macht am besten noch, dass Karl stirbt. Ran da, ach, stürmen. Eine Einheit hat sämtliche Munition verschossen. Das war's. Gelobt seien die Götter. Alle Bogenschützen Beschuss einstellen. Wir müssen jetzt leider ein paar Leute auf der Flucht töten. Wie viele Reiter haben wir noch? Nicht mehr viele. Ja, ganz schlecht, dass ihr es gerade nochmal feuert. Stopp. Hier auf den General. Was mit dem ganzen Rest? Sind die im Wald oder sind die komischerweise geflohen? Ah, die sind schon weg anscheinend. Schon Feierabend mit denen. So. Haben überlebt. Ich erwarte eure Befehle. Beeilt euch, Männer! Aber wirklich nicht viele. Wir hungern nach einer Schlacht. In Bewegung. Wir hungern nach einer Schlacht. Tja. Zu euren da sind aber doch ein bisschen wenige drin, um den zu erledigen, oder? Kommandant! Dann lass uns doch mal einfach Trick. Ah ne, wenn ich die jetzt rübergebe. Obwohl, doch, lass uns mal das machen. So, was benötigst du? Nimm mal Schwertkämpfer von ihm. Lanzenkämpfer. Und die Kavallerie. Oder so. Kann ihn dann trotzdem nicht mehr bewegen, ja. Ah, wir können auch mit ihm von Hildesheim
lieber Paderborn ausschalten. Ich erwarte eure Befehle. Kommandant? So, oben in die Stadt mal eben Taktiker freischalten und die Hingabe. Kommandant? So, bei Brandenburg wurden wir geärgert. Wir können die Armee schon mal aber nach Magdeburg reinsetzen, obwohl die hilft mir nicht viel, weil es sind alles nur Reiter. Das ist, als wenn ich Rohan bei Gondor stationiert hätte. Das haben wir erledigt. Die haben wir auch schon alle bewegt. Ja. So, Freunde der Spielkultur. Das erstmal zu Total War Attila. Wir machen jetzt mal einen Spielwechsel. Aber ich mache auch noch 5 Minuten Break dabei. Und wir sehen uns dann gleich wieder. With the next game. Es wird wahrscheinlich das schreckliche Punch Club sein. Aber erstmal muss ich noch einmal Runde beenden drücken, weil sonst geht's ja nicht vorbei hier. Und ich muss mein Gesicht mal waschen, ich bin so müde, ich muss wach werden irgendwie. Vor allem kamen wir bei Punch Club dann in den Chat, die Leute sind heute sehr kommunikativ. Was sich hier nicht mein Bruder endlich mal drum kümmert, ne? Ich könnte so kotzen. Ja, jetzt belagern die nämlich Magdeburg. Da muss ich erst mit meinen Truppen zurückkommen. So, die Engern wurden ausgelöscht. Dankeschön an meine Unterstützer aus Bayern. Ja, jetzt kriegen wir langsam überall Aufstände. Mein Königreich zerfällt. Was damit zu tun hat, dass einfach die Kriegsmöglichkeit viel zu hoch ist. Wir kommen da nicht weg. Und die hassen mich immer mehr. Willkommen, eure Anwesenheit. Na, immerhin können wir mit Bayern wieder handeln. Seid willkommen, werter Gast. Ah, ich hasse es. Nein, ich darf die Runde jetzt nicht spielen, weil das wird eh nicht gespeichert. Machen wir nächstes Mal. In dem Sinne, nach YouTube. Tschö, bei Hitbox. Bis gleich.